Neuntes Mantra. Hier wird erklärt, was nötig ist, um den Gopis zu folgen und Madhurya Rasa kosten zu können. Mein Geist, erinnere dich an die Herrin Vrindavanas, Srimati Radhika, denn sie ist unsere Herrin. Erinnere dich an Sri Krishna, den Mond von Vraja, ihren Angebeteten. Erinnere dich an Lalita, ihre beste Freundin. Erinnere dich an Vishakha, die Lehrerin, die uns im Dienst Sri Radha Krishnas führt. Und erinnere dich an Giriraja Govardhan und Sri Radha Kund, die uns das göttliche Paar zeigen und uns Liebe für sie schenken. Erstens. Vraja Vipina Chandram Smara. Erinnere dich an Sri Krishna, den Mond Vrindavanas. Der Sadaka wird hier über Verse wie die aus Sri Rupa Goswamis Mukunda Muktvali Stava Stavamala meditieren. Ich verehre den jungen Sohn einer Gopi. Sein Körper schimmert dunkelblau wie Regenwolken. Hinter seinem Ohr steckt keck eine Champaka-Blume. Auf seinem lieblichen Gesicht erblüht ein Lächeln wie eine frische Lotusblume. Er kleidet sich in goldgelbe Tücher, schmückt sein Haar mit einer Pfauenfeder und verkörpert das Ideal der drei Welten. Möge mich Nandas Sohn beschützen, er, dessen strahlendes Antlitz den hellen Herbstmond erblassen lässt, der als ein Ozean von Anmut sich vorzüglich zum Liebhaber eignet, der spielerisch einen Ball in seinen Händen hält, der den Gopis mehr bedeutet als selbst ihr Leben, der bedeckt von Staub Rajas sogar noch schöner und anziehender wirkt, der gut sichtbar die Flöte an seine linke Seite steckt und mit lieblicher Stimme seine Kühe zu sich ruft. Oder er meditiert über diese aus den Ergänzungen zum Tribhangi Pancha Kama Stavamala. O Freund der Armen und Ungeliebten, die durstigen Jataka-Vögel werden es nie müde, die Wolken zu umarmen. Ob diese nun Regen spenden oder Blitze schleudern, sie kennen keine andere Zuflucht. Und gleich ihnen finde ich nirgends Trost außer bei dir, mein Herr. Segne mich, bestrafe mich, tu, was immer dir beliebt. O Töter des Ager-Dämons, Vernichter der Sünde, wenn ich darüber höre, wie einst die großen Seelen dich verehrten, welche Entbehrungen Shuka und Ambarisha um deinetwillen auf sich nahmen, verlässt mich aller Mut und Schuldgefühle ersticken mein kaltes Herz. Nie wird solche Ergebenheit und eiserne Askese für mich möglich sein. Doch wenn ich mich darauf besinne, wie du sie alle von Brahma hinab bis zum letzten Sünder mit den Wellen deiner reichen Gnade übergießt, dann zieht erneut Frieden ein in meinen aufgewühlten Geist und ein Strahl der Hoffnung spendet Trost. Zweitens, Tam Vrajavaneshwarim Natave Smada. Erinnere dich an deine Herrin Sri Radhika. Hier seien die Verse 7 und 8 aus dem Vilab Kusumanjali angeführt. Sri Raghunath Das Goswami betet mit Inbrunst und äußerster Hingabe zu Sri Radha um ihren Dienst. Meine Herrin Sri Radhika, ich bin deine Dienerin, doch jetzt lebe ich fern von dir. Und mein Herz entflammt im Feuer der Trennung. Ich sehe kein Mittel,
diesen Kummer zu vertreiben. Darum sitze ich am Radhakund, am Fuße des Govardhan und weine ohne Unterlass. Todunglücklich, in meine Liebe zu dir, erflehe ich deine Gunst. Ich bete, um dich zu erfreuen, schrie Radhika, du Freudenquell von Vraja. Ich versinke im endlosen Ozean des Kummers. Meine Qualen und Schmerzen sind ungezählt. Bist du denn nicht allbarmherzig? Bitte nimm mich zu dir in das unfehlbare Boot deiner Gnade. Schenk mir den Dienst deiner Lotusfüße. Drittens. Lalitam tat atula sakitve smara. Erinnere dich an Sri Lalita, die großartige Freundin Sri Radhikas. Dafür eignet sich Sri Rupa Goswamis Sri Lalitastakam ebenfalls aus dem Stavamala. Ich verehre Sri Lalita Devi, die reich ist an wundervollen Eigenschaften. Vertraut mit allen Künsten, gehört ihr der Dienst des göttlichen Paares. Zärtlich wischt sie glitzernde Schweißperlen von Radhas und Krishnas Lotusfüßen, wenn diese sich treffen. Sie kennt keine andere Freude, als ihrer herzliebsten Radhika jeden Wunsch zu erfüllen. Ich verehre Sri Lalita Devi, die reich ist an wundervollen Eigenschaften. Ihr bezauberndes Antlitz beschämt den leuchtenden Vollmond. Ihre Augen wandern ruhelos hin und her, gleich denen der scheuen und furchtsamen Rehe. Und sie ist berühmt für ihr Talent, Sri Radha herrlich zu kleiden. Ich verehre Sri Lalita Devi, die reich ist an wundervollen Eigenschaften. Farbenfroh und prächtig schimmert ihr Sari, wie die Federn der ekstatisch tanzenden Faun. Ihre Brüste bedeckt eine reizvolle Bluse, auf ihren Scheitel prangt roter Zinnober. Sie schmückt sich mit Kettchen und Juwelen edelster Sorte, und der Glanz ihres Körpers besiegt das goldene Leuchten von Gorajana. Ich verehre Sri Lalita Devi, die reich ist an wundervollen Eigenschaften. Streng spricht sie zu Sri Radhika, meine unkeusche Freundin, höre meinen Rat, denn er wird dir von Vorteil sein. Dieser Sohn des Kuhhirtenkönigs ist listig und schlau, zeig dich ihm niemals gefällig oder ergeben, sei allezeit widerstrebend und kühl. Ich verehre Sri Lalita Devi, die reich ist an wundervollen Eigenschaften. Wenn Krishna Sri Radha mit süßen Worten schmeichelt, entflammt in ihr heißer Zorn. Ach, wie mich deine Liebe rührt, tadelt sie ihn mit beißendem Spott. So treu und rein und unschuldig. Ich verehre Sri Lalita Devi, die reich ist an wundervollen Eigenschaften. Mutter Yashoda, die Königin der Kuhhirten, liebt sie wie ihre eigene Tochter. Sie ist die Lehrmeisterin der Gopis, der Kunst der Freundschaft, und Sri Radha und Baladevas jüngerer Bruder möchten sie niemals missen. Ich verehre Sri Lalita Devi, die reich ist an wundervollen Eigenschaften. Wann immer sie in Vraja ein neues Mädchen sieht, dessen Herz für Radhika schlägt, erfüllt sie sogleich dessen Begehren und sorgt dafür, dass Sri Radhika es als eine der ihren annimmt. Ich verehre Sri Lalita Devi, die reich ist an wundervollen Eigenschaften. Sie ist die beste der geliebten Freundinnen Sri Radhas. Sie wünscht nichts mehr, als Radha Govinda glücklich zu sehen und veranlasst, dass beide sich treffen können. Dieser Liebesdienst bedeutet ihr mehr als alles Glück
der Welt zusammen. In Lalita Devi vereint sich Schönheit, Liebreiz und Anmut. Sie ist gemeinsam mit Sri Radha die segenspendende Ranke, die sich um den Wunschbaum Sri Krishna schlingt. Wer reinen und freudigen Herzens dieses Lied ihr zu Ehren singt, wird zuneigungsvoll in Sri Radhas eigenen Kreis aufgenommen werden. Viertens. Vishakham Shikshali Vitarana Gurudve Smara. Erinnere dich an Sri Vishakha, deine Lehrerin. Um sich an Sri Vishakha zu wenden, kann man auch zu Yamuna beten, denn der heilige Fluss ist von der Gopi Vishakha nicht verschieden. Das geht aus einem Vers hervor, den Sri Baladeva Vidyabhushana zitiert. Sri Yamuna Devi ist die flüssige Form Vishakhas und Sri Vishnu teuer und lieb. Tagtäglich vergnügt es sich in ihren Fluten. Ich bete zu Yamuna Devi, der Tochter des Sonnengottes Surya. Sri Baladeva Vidyabhushana kommentiert dazu. Sri Vishakha wird als Verkörperung Sri Yamunas angesehen. Wer also zu Yamuna Devi betet, betet damit zugleich auch zu Vishakha. Sri Rupa Goswami verfasste ein Gebet zum Ruhme Yamuna Devis, Sri Yamunastakam Stavamala. Möge Sri Yamuna Devi, die Tochter des Sonnengottes, mich läutern. Sie rettet jene, die sie berühren, davor, ins Reich ihres Bruders hinabzugleiten, ins finstere Reich Yamas, der die sündhaften Seelen nach dem Tod bestraft. Ihr bloßer Anblick lässt die Lasterhaften den Sumpf der Sünde überqueren. Ihr reines Wasser belebt einen jeden. Yamuna Devis Lauf schmückt Indras gewaltigen Kandava-Wald. Auf blühenden weißen Lotusblumen tanzen jubilierende Vögel. Wer sich nur wünscht, in ihre Fluten zu tauchen, dem werden die abscheulichen Sünden verziehen. Möge diese Yamuna Devi, die Tochter des Sonnengottes, mich läutern. Ein Tropfen ihres Wassers, auf den Kopf gesprenkelt, genügt, die schlimmste Untat zu tilgen. Sie lässt den Strom der Gottesliebe anschwellen und segnet jeden, der daran denkt, sich an ihren Ufern niederzulassen. Möge diese Yamuna Devi, die Tochter des Sonnengottes, mich läutern. Sri Yamuna ist unendlich mächtig. Sie bahnt sich ihren Weg durch die Ozeane, die die sieben Kontinente umspülen. Doch mischt sie sich nie wie gewöhnliche Flüsse. Sie kennt Krishnas tiefe, geheimnisvolle Spiele und erweckt diese Spiele in solchen Herzen, die sich ihrer Obhut anvertrauen. Ihre dunkel schimmernde Schönheit besiegt die Pracht der kostbaren Saphire. Möge diese Yamuna Devi, die Tochter des Sonnengottes, mich läutern. Geschmückt vom idyllischen Land von Vraja, versteht sich Sri Yamuna darauf, den Gottgeweihten, die sie verehren, spontane und leuchtende Liebe zu schenken. Mit Wellen wie verspielten Armen verehrt sie Sri Krishnas Lotusfüße. Möge diese Yamuna Devi, die Tochter des Sonnengottes, mich läutern. Muhende Kühe säumen ihre weiten Ufer. Blühende Kadamba-Bäume verbreiten Wohlgeruch. Yamuna Devi empfindet Freude, wenn Sri Krishnas geliebte Diener an ihren Ufern zusammenkommen. Möge diese Yamuna Devi, die Tochter des Sonnengottes, mich läutern. Laut erschallen die Stimmen der Schwäne.
die sich im duftenden Wasser tummeln. Die himmlischen, die vollkommenen Weisen und die gottergebenen Menschen verehren sie in Einigkeit. Wen immer die sanfte Brise streift, die über ihre kühlenden Fluten dahinweht, der wird vom Rat der Geburten und Tode befreit. Möge diese Yamuna Devi, die Tochter des Sonnengottes, mich läutern. Während sie durch die drei Welten fließt, verteilt sie das Wissen der Transzendenz. Ihre Herrlichkeit zu preisen, verbrennt Berge von Sünden zu Asche. Sandelholzpaste von Krishnas Körper, der sich in ihr seinen Spielen erfreut, löst sich auf, und darum liegt über ihr ein zauberhafter Duft. Möge diese Yamuna Devi, die Tochter des Sonnengottes, mich läutern. O Tochter der Sonne, o Göttin Sri Yamuna, mit deinen mächtigen, läuternden Wellen, alle Halbgötter stehen dir zur Seite. Segne den Aufrichtigen, der diese Hymne dir zu Ehren vorträgt. Lass seinen Fluss, der Bhakti, zum Strom anwachsen, einen Strom der Liebe zum lotusäugigen Krishna, der die Sünde vertreibt. Dies ist mein Gebet zu deinen Lotusfüßen. 5. Priyasaro Tat Preksha Lalitara Didatve Smara. Erinnere dich an Sri Radha Kund. Er ist derjenige, der uns vor das junge Paar bringen und uns Liebe für sie gewähren kann. Man sollte darüber meditieren, dass Sri Radha Kund freigebig Rati verteilt. Mit Gebeten wie diesem aus Raghunath Das Goswamis Bilab Kusumanjali 98. Sri Radha Kund, an deinen Ufern genießt meine Herrin ihre Abenteuer mit Krishna, und deswegen schätzen die beiden dich über alles. Sei so gütig und lass mich Sri Radha erblicken. Sie ist der Schatz meines Lebens. 6. Gebete zu Vishakha um Sri Radha Krishnas Audienz und ihre Liebe. Vishakha, du Schöne, du und meine Herrin Sri Radha, ihr seid auf die Stunde gleich alt und auch sonst unzertrennlich. Sri Radhika mag keinen Moment ohne dich sein. Ich aber bin fern von ihr und darum unglücklich und niedergeschlagen. Bitte rette mich, rette mein Leben, nimm mich bei der Hand und führe mich zu ihren Lotusfüßen. 7. Girindrau Lalitaratitatve Smara. Erinnere dich an Giriraja Govardhan, den göttlichen Berg, der ebenfalls Liebe schenkt. In seinem Sri Govardhan Vas Prakatna Dasakam, Vers 8, Sri Stavavali, betet Sri Raghunath Das Goswami darum, am Sri Govardhan wohnen zu dürfen. O Giriraj Govardhan, es war Sri Radhika selbst, die mit ihrem Lotusmund jene Worte sprach. Liebe Freundinnen, dieser Berg ist von allen geweihten Haris der beste. Darum preisen dich alle Veden als den leuchtenden Tilak auf Vrajas Stirn. Du König der Berge, bitte lass mich an deinem Fuße leben. Sri Raghunath Das Goswami will am Govardhan leben, damit dieser Rati in sein Herz pflanzen möge. Durch Betrachten, Erinnern und Preisen Sri Radha Kunds und Giriraj Govardhans kann jene Liebe sprießen, die von spontaner Anhaftung an Krishna gekennzeichnet ist.
Alle Schauplätze von Krishnas Spielen sind in der Lage, diese Liebe zu vergeben, und darum wird sich der Praktizierende mit tiefer Zuneigung an sie erinnern.